Hallo, du wundervolles Häufchen Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und heute wollen wir uns endlich nach harter Arbeit Saturn gemeinsam anschauen. Ich freue mich da total drauf. Es war eine super schwere Geburt, aber umso geiler werden jetzt die Videos und umso mehr, hoffe ich, kannst du daraus mitnehmen. Wenn man sich mit Saturn in seinem Horoskop auseinandersetzt, ich würde sagen, das ist so ein Gamechanger in deinem Leben, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt. Ja? Also darüber hinaus, dass wir uns jetzt hier diese Videos anschauen. Wirklich diese Themen in sich bewusst werden lassen, das kann dein Leben verändern. Wir haben uns ja davor Jupiter angeschaut. Jupiter war so das Glück, die Hoffnung, die Erweiterung, es war so eine Gabe, die wir einfach schon auf natürliche Weise in uns tragen. Und Saturn ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Es ist eine pessimistische Energie, die dich limitiert und die dir Probleme bringt, Grenzen setzt und eigentlich will, dass du eine Struktur baust, ein sicheres Fundament über die Zeit hinweg. Es ist auch etwas, was dich testet, ja, immer wieder pusht, an deine Grenzen bringt, damit du wächst, damit du reifst und damit du in diesem Bereich eben zur Meisterschaft aufsteigen kannst. Aber das braucht eben Geduld und Disziplin und das fühlt sich nicht immer leicht an. Und vor allem, wenn wir uns eben nicht bewusst darüber sind, dann kann das einfach ganz, ganz lange schmerzhaft sein. Und deswegen finde ich die Astrologie so magisch, weil für mich das wirklich, ja, alles verändert hat, als ich mich mit Saturn auseinandergesetzt habe. Es war erstmal richtig ein harter Prozess. Ich habe extrem viel geweint und es war auch richtig, richtig anstrengend. Aber das hat mich umso mehr motiviert, auch eine saturnwürdige und prozesswürdige Videoreihe für dich rauszubringen. Da Saturn ein ziemlich langsamer Planet ist, also der bewegt sich nur alle 2,5 Jahre weiter aus einem Tierkreiszeichen raus ins nächste, habe ich mich jetzt entschieden, dass wir jetzt für Saturn tatsächlich als ersten Planeten auf meinem Kanal uns nicht nur die Tierkreiszeichen anschauen, sondern im Anschluss auch eine weitere Serie rauskommen wird mit Saturn in den Häusern. Weil nehmen wir mal Saturn in Steinbock. Ja? Ende 1988 ist Saturn in Steinbock eingezogen und war dann eigentlich bis 1991, nur mit kurzen Unterbrechungen, wenn er rückläufig nochmal zurückgelaufen ist, in Steinbock. Ja? Also alle Menschen in diesem Zeitraum haben Saturn im Steinbock. Und das, was uns eigentlich individualisiert und uns zeigt, in welchem Lebensbereich Saturn wirkt, ist die Häuserposition. Und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die nutzen Zierkreiszeichen und Häuser austauschbar. Das kannst du auch gerne so weiter praktizieren. Ich bin davon auf jeden Fall kein Fan und deswegen möchte ich hier auch diese Doppelserie machen. Für mich sind es einfach zwei verschiedene Dinge. Ja, Widder und das erste Haus sind ähnlich, aber sie sind für mich nicht austauschbar. Es sind zwei verschiedene Ebenen einer archetypischen Qualität vielleicht. So lässt sich das vielleicht am besten beschreiben. Für mich ist das Tierkreiszeichen das Wie und die Häuserposition ist das Wo. Und das kann man nicht einfach austauschen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und das ist nur die Art und Weise, wie ich praktiziere. Es ist dir natürlich total freigestellt, auch einfach hier diese Videos so anzuschauen, dass du das einfach austauscht. Bevor wir jetzt hier aber auf die einzelnen Positionen eingehen wollen, nochmal ganz kurz zu Saturn im Allgemeinen. Also ich habe ja schon gesagt, es ist eine eher schwere Energie, etwas Pessimistisches, Limitierendes. Es ist wirklich wie der mahnende Vater. Also es wird auch mit einer autoritären Figur in Verbindung gebracht, mit jemandem, der sehr strikt ist, der sehr streng ist, der vielleicht auch ernst ist und der irgendwie das Sagen hat. Ja? Also vielleicht auch eine Art Kontrolle über dich hat. Und ich werde jetzt im folgenden Video immer der Vater sagen, aber das kannst du für dich komplett ersetzen mit was anderem. Ja? Das kann auch deine Mutter sein, dein Großvater sein, deine Großmutter sein, es kann deine Religion sein, es kann das Militär sein, es kann ein Lehrer oder Dozent oder was auch immer sein, der oder die eben diese autoritäre Rolle in deinem Leben übernommen hat. Der Einfachheit halber werde ich einfach weiterhin der Vater sagen.
Leider machen viel zu viele Leute den Fehler, dass sie diese Saturn-Position immer nur als Negatives sehen, weil Great Malefic, ja, der große Übeltäter, es klingt auch ganz schön unheimlich und viele Leute schrecken vor Saturn zurück, aber mittlerweile ist es wirklich mein Lieblingsplanet, weil man so viel davon lernen kann. Es sind eigentlich doch immer die Herausforderungen und die Probleme, die wir lösen, die uns erkennen lassen, was für starke Charaktere wir doch geworden sind. Ja, wie viel wir schaffen können. Saturn konfrontiert uns eigentlich ewig mit dem gleichen Thema, bis wir es irgendwann checken. Dieses ewig ist meistens zumindest bis zur ersten Saturnrückkehr, die um 30 rum stattfindet. Und dann, was wir da erkennen, wird sich irgendwie so setzen in dir bis, sagen wir mal, Mitte, Ende 30. Und dann hast du im besten Fall sozusagen erkannt, was Saturn dir eigentlich beibringen will, wo er dich eben zur Meisterschaft antreiben möchte. Und dann kannst du den nächsten Zyklus eben nutzen, um da reinzuwachsen. Sollte man sich jetzt vor dem Thema wegscheuen, kann es auch natürlich dazu kommen, dass man das mitnimmt in die zweite Saturnrückkehr und die findet dann um 60 statt und dann wird man da eben nochmal mit den Dingen konfrontiert. Also es empfiehlt sich wirklich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die Saturn immer wieder bringt, ja immer wieder, bis wir es checken, damit wir einfach möglichst schnell aus dieser schweren und limitierenden Energie ausbrechen können und verstehen können, was Saturn eigentlich von uns will, ja, uns zeigen will, wie gut wir in diesem Bereich sind, wie gut wir diese Energie ausleben können. Jede Seele hat Herausforderungen, wir alle haben einen Saturn und diese Positionen sind meistens auch immer irgendwie kacke. Trotzdem gibt es auch wirklich Positionen, die extrem schwer sein können und ich möchte hier zu Anfang eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es wird teilweise wirklich um sehr sensible Themen gehen und wenn du dich nicht bereit fühlst, dich mit diesen dunklen Seiten auseinanderzusetzen, mit vielleicht auch Schmerzthemen aus deiner Kindheit, dann möchte ich dich bitten, vielleicht hier dieses Video abzubrechen und an einem anderen Zeitpunkt zurückzukommen, wenn du dich vielleicht bereit fühlst, sicherer fühlst, stabiler fühlst. Für alle, die weiter eintauchen wollen und sogar über das Video hinaus vielleicht, meldet euch doch gerne bei meinem Newsletter an. Ich arbeite gerade hinter den Kulissen schon an einem kleinen Integrationskurs, wo wir noch tiefer auf Saturn eingehen werden und vor allem auch mit seinem Zyklus arbeiten. Ja, also er bewegt sich ja in diesen 28-Jahre-30-Jahre-Zyklus ungefähr. Da entsteht eben auch dieser 7-Jahres-Zyklus, den ja auch viele einfach aus anderen Bereichen kennen, die sich mit Ganzheitlichkeit und Spiritualität auseinandersetzen. Das korreliert auch tatsächlich mit dem Chakra-Zyklus. Also es ist ein super spannendes Thema und ich arbeite da so einen kleinen Minikurs aus, wo es darum geht, dass wir unsere Saturnwunde integrieren und wie wir daraus eben unsere Stärke entwickeln können und so mit Saturn wachsen können, mit ihm arbeiten können und seinen Herausforderungen proaktiv entgegentreten, weil wir wissen so, geil, es steht wieder eine Lektion an und ich habe richtig Bock. Wenn du jetzt noch überhaupt keinen Plan hast, wo dein Saturn im Horoskop steht, dann kann ich dir nur empfehlen, mal bei meiner Free Masterclass vorbeizuschauen. Da gibt es 11 Videos, wo ich dir die ganzen Grundlagen der Astrologie erkläre. Ich führe dich da ganz langsam auch durch, wie du auf astro.com dein eigenes Horoskop erstellen kannst. Dir wird erklärt, wo Astrologie herkommt, was Häuser sind, was die ganzen Glyphen und Symbole sind und so weiter und so fort. Also, falls du da Lust hast, tiefer einzusteigen, den Link findest du unten in der Infobox. Da gibt es auch den Link zum Newsletter und zu meinem großen Kurs Der Himmel in dir und sowieso ganz vielen Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust oder mir vielleicht einfach ein Like oder einen Kommentar hinterlässt und natürlich im besten Fall ein Abo für den Kanal. Okay, ohne weiteres Blabla, lass uns doch direkt einsteigen mit Saturn in deinem Tierkreiszeichen. Saturn in Jungfrau, das hatten wir zuletzt 2007 bis 2010, dann 77 bis 80 und davor 48 bis 50. Und dann werden wir diese Energie wieder haben in 2036 bis 39 und da wirst du dann deine erste, zweite oder dritte Saturnrückkehr erleben. Als erstes ist es mal wichtig, sich bewusst zu machen, dass Saturn sich in Erdzeichen generell eigentlich wohlfühlt. Jungfrau ist ein Erdzeichen und Saturn ist in Steinbock zu Hause. Das heißt, an sich ist das nicht die schlimmste Position, aber es ist eine anstrengende, da die Jungfrau einfach so ein bisschen für die alltäglichen Dinge steht. Ja, die möchte gerne von Service sein, die möchte helfen,
die möchte Dinge perfektionieren, sie verbessern. Und Saturn setzt da so einen Block rein. Das heißt, es kann sein, dass du in der Kindheit eigentlich immer irgendwie da sein wolltest für die anderen Familienmitglieder, aber jeder irgendwie so den Drang hatte, sich selbst zu beweisen und du dann in diese Rolle fällst, wo du dich nutzlos fühlst, ja, schon fast sinnlos, wo du denkst so, okay, egal was ich mache, es scheint ja sowieso niemandem zu helfen, also muss es wohl daran liegen, dass ich es nicht gut genug mache, dass ich es nicht perfekt mache. Und dann kommt diese Obsession rein, dieser Versuch, zu einer Perfektion hin aufzuleben, die eigentlich ja nicht erreichbar ist. Diese Angst, dass man nicht gebraucht ist oder unwichtig ist, sinnlos, nutzlos, das ist einfach was, was ganz, ganz groß in dir ist. Und es ist super schwierig, weil das Größte und Tollste für jegliche Jungfrau-Position ist, wenn man etwas verbessern kann, wenn man ein Problem lösen kann, wenn man diese Herausforderung hat und mit seiner mentalen Fähigkeit eben die ganzen Details erkennen kann, um sie danach wieder besser zusammenzufügen. Und wenn du das nicht ausleben kannst, ja, das ist Saturn, der bringt uns dieses Desire, dass wir das unbedingt wollen und gleichzeitig blockiert er es eben. Und das Schlimmste daran ist, dass du dich halt selbst sehr ernst nimmst, ja, und wenn dann die anderen dich nicht ernst nehmen, dann kann es einfach zu so einer riesigen Wunde in dir führen. Die harte Wahrheit ist, dass niemand dir diese Akzeptanz und die Anerkennung geben kann, um diese Saturnwunde zu heilen. Das musst du selbst machen. Du musst deinen eigenen Wert erkennen und dir eingestehen, dass Perfektion vielleicht gar nicht existiert, aber du genauso wie du bist, gut genug bist, sehr gut bist und wahrscheinlich in vielen Dingen auch besser als die meisten von uns. Für dich ist das Allerwichtigste, irgendwann zu begreifen, dass es doch das Problem der anderen ist, wenn sie sich die Möglichkeit entgehen lassen, von einer Saturn in Jungfrau-Position helfen zu lassen. Das ist wirklich nur eine Chance, die Menschen vergeben. Und für dich die Möglichkeit, an etwas anderem weiterzumachen oder die Aufmerksamkeit und Zeit vielleicht dir selbst zu schenken. Saturn wird erstmal für lange Zeit verhindern, dass du Perfektion erreichst. Während du aber dadurch, dass du so eine mentale Energie hast, Jungfrau wird ja von Merkur auch beherrscht, du eigentlich die ganze Zeit diesen Drang hast, perfekt zu sein, sehr kritisch zu werden. Ja, das sind laute Stimmen und du versuchst, die perfekte Beziehung zu haben, das perfekte Haus, die perfekten Kinder, die perfekte Partnerin. Alles. Perfekter Körper, perfekter Job, so everything needs to be perfect. In deinem Kopf gibt es auch immer etwas zu tun, immer eine Liste abzuarbeiten und irgendwie ist es auch für dich wie so ein hormoneller Kick, so ein Schub, ja. Dieses Adrenalin, wenn du merkst, okay, du kommst zum Ende der To-Do-Liste näher, aber eigentlich wird diese To-Do-Liste niemals aufhören, weil es gibt immer was zu tun, immer was zu tun, immer was zu tun. Das Schlimmste für dich ist verschwendete Zeit oder irgendwelche sinnlosen Aufgaben, ja, wenn es keine Herausforderungen gibt. Das ist ganz schwierig, mal auch ins Nichtstun oder ins Relaxen zu kommen und sich das zu erlauben, dass man auch mal runterfahren darf. Arbeit ist wahrscheinlich so ein bisschen das Leben für dich, weil was für einen Sinn hat das Leben, wenn man nicht arbeiten kann? Und du bist wahrscheinlich auch eine der Personen, die unglaublich gut ist in dem, was sie macht. Wahrscheinlich unglaublich schnell ans Ziel kommt, schneller als andere, weil für dich ist halt machen, abhaken, zum nächsten. Machen, abhaken, zum nächsten. Und weiter, und weiter. So, es ist halt einfach unglaublich schnell zu jeglichem Ziel und so nah wie möglich an Perfektion. Die Angst davor, dass du nicht perfekt bist oder nicht gut genug bist, die hält dich runter. Und das ist das Allerwichtigste, das einfach hinter dir zu lassen, dir selbst dein Leben, deinen Alltag so zu strukturieren, wie du ihn brauchst und somit auch in so eine Vorbildrolle zu kommen. Und dann werden Menschen auch sehr, sehr gerne deine Hilfe annehmen können. Aber dafür musst du deinen eigenen Wert erstmal kennen und sehen, wie gut du bist, sehen, wie nah an perfekt du bist. Push dich nicht zu weit, weil dein 100% ist wahrscheinlich mein 1000%. Verwickle dich nicht so sehr in den Details, weil man kann sich auch selbst verlieren in diesen ganzen Aufgaben, in diesen ganzen To-Dos und das ist halt nicht gesund für dich. Du kannst dich selbst halt so krass an deine Grenze treiben, dass du komplett ausgelaugt bist und einfach körperlich, mental, psychisch auf einem Level bist, wo du es nicht mehr ertragen kannst, ja, und wo du dann irgendwann zu so einem Breaking Point kommst und das ist unbedingt zu vermeiden, ja. Treib dich nicht in den Wahnsinn. Du bist nicht da, um
alle zu retten. Ja, die bewusste Version von Saturn in Jungfrau ist, ich entscheide mich bewusst, wem ich helfe, wann ich ihm helfe, wie lange ich ihm helfe. Und ich bin mir über meine eigenen Grenzen bewusst und ich weiß, sie zu kommunizieren. Nicht alles muss perfekt sein. Und wenn jemand meine Hilfe braucht, dann bin ich da, ohne etwas zurückzuerwarten. Geben und helfen liegt in meiner Natur, aber ich weiß, wann ich meine Grenzen einhalten muss, damit ich nicht ausbrenne. Keiner sagt, dass du aufhören sollst, Menschen zu helfen oder Dinge besser zu machen, sie perfekter zu machen. Darum geht es wirklich gar nicht. Es geht nur darum, sich nicht fertig zu machen und sich nicht klein zu halten, obwohl man eigentlich schon irgendwo hier oben ist. Und irgendwann muss man sich auch eingestehen, dass nicht alles perfekt sein kann. Man kann nicht alles perfekt machen, ja. Also irgendwo gibt es auch Dinge, an denen sollte man nicht weiter rumdoktern. Und vielleicht gibt es auch solche Dinge in deinem Leben. Beziehung ist ja sowas ganz Typisches, was wir versuchen irgendwie immer zu retten, nochmal hier noch zu verbiegen und da nochmal und irgendwas. Aber du solltest gar nicht deine Zeit verschwenden mit dem Versuch, schlechte Beziehungen gut zu machen, sondern lieber deine guten Beziehungen noch besser zu machen. Wichtig ist auch, dass du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, weil sonst wirst du anfangen, andere zu kritisieren oder zu idealisieren. Oh wow, du bist ja so perfekt, ich wünschte, ich hätte das von dir. Oder du denkst, ah, ich bin ja viel perfekter als die. Gut, ja. Die Menschen in deinem Umfeld brauchen nicht die kritische und kleinliche, pingelige Version von dir, die die anderen runtermacht, um sich selbst besser zu fühlen. Ja, du bist analytisch und du siehst immer, was falsch ist, aber man muss es nicht immer aussprechen, ja. Es ist einfach wichtig, irgendwann aufzuhören, alle anderen verbessern zu wollen, alles verbessern zu wollen und auch im Nachhinein noch verbessern zu wollen. So, es muss nicht perfekt sein. Die Menschen um dich herum brauchen dich präsent im Moment und gesund im Moment, nicht ausgelaugt. Also versuch dir wirklich auch immer die Zeit für dich selbst zu nehmen und diese Perfektion dann eher auf deine Ganzheitlichkeit zu legen, auf dich selbst. So, wie geht es dir körperlich, wie geht es dir mental und wie geht es dir einfach im Geist? Erlaubst du dir runterzukommen? Erlaubst du dir zu chillen? Das ist so, so, so wichtig, wieder aufzutanken, nicht nur zu geben. Ja, auch die Batterien wieder zu füllen. Weil wenn du einmal an den Punkt kommst, dass du so wirklich unten bist und komplett leer, komplett ausgelaugt, gar nichts mehr geht, dann kann es sein, dass es auch wirklich richtig lang wieder dauert, bis du wieder aufkommst. Weil wenn du einmal in so einer Routine und in so einer bestimmten so einem Muster drin bist, dann ist es schwer, da wieder auszubrechen. Ja, das braucht dann extrem lange. Und wenn sich ein so ein Muster mal irgendwie eingebrannt hat, dann wird es schwierig. Deswegen ist auch teilweise diese Position problematisch, wenn es zu Süchten kommt. Ja? Also, dass man immer schnell anfängt, so, oh, ich trinke immer abends ein Glas Wein oder so. Was ja erstmal nicht schlecht ist, solange das nicht zu so einer Routine wird, ohne die man dann nicht mehr klarkommt. Also, mach dir das bewusst. Und es muss jetzt nicht nur Alkohol oder Drogen sein, es können auch ganz andere kleine Routinen sein, die sich so einschleichen und an denen man so festhält, weil man dann irgendwie nicht mehr aus seiner Haut raus kann. Verstehe einfach, dass du gar nichts dafür tun musst, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Dass du genau so, wie du bist, eigentlich ja schon perfekt bist. Auf jeden Fall zumindest gut genug. Und vor allem projiziere deine eigene Angst vor Unzulänglichkeit nicht auf deine Leute im Umfeld, weil keiner hat Bock, die ganze Zeit kritisiert zu werden. Ich habe hier auch noch ein Mantra aufgeschrieben, was ich dir gerne mitgeben möchte. I will seek perfection on my life's journey, knowing that it won't ever be perfect. Also ja, versuch da wirklich loszulassen und versuch dir jeden Tag wirklich Momente zu geben, in denen du dich wieder mit dir in Einklang bringst. Ja. Körper, Geist, Spirit, alles soll in Einklang sein. Wie auch immer das für dich sein kann. Ne? Gärtnern ist etwas, was Jungfrau gerne macht. Mit Haustieren sein, in der Natur sein. Sport ist natürlich auch etwas, was für die Jungfrau super ist. Laufen gehen, schwimmen gehen, all diese Dinge. Ja? Versuch dir einfach, deine eigene wunderbare Energie aufrechtzuerhalten. Und dann kannst du die Mastery von Saturn auf jeden Fall erreichen. Das war's jetzt auch schon mit dem Video zu Saturn. Und ich hoffe wirklich so, so, so sehr, dass ich dir mit diesen Informationen weiterhelfen konnte. Und dass sie dir vielleicht einfach so einen ja, kleinen Aha-Moment geschenkt haben. Du dich vielleicht mehr verstehen kannst und sehen kannst. Und auch so deine Wunden einfach ein bisschen mehr verarbeiten kannst.
Wie vorhin schon erwähnt, es wird einen kleinen Saturn-Workshop geben. Es gibt auch meinen großen Kurs, in dem ich dich in die Astrologie entführe. Wenn du dazu mehr wissen willst, schau gerne hier unten in der Infobox vorbei. Auch der Free-Kurs wird dort verlinkt sein. Und ansonsten wünsche ich dir einfach nur von Herzen das Allerbeste. Und falls du Lust hast, hinterlass mir doch sehr, sehr gerne ein Like oder einen Kommentar. Teil mit mir deine Erfahrung. Und am allerbesten abonniere diesen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ansonsten schicke ich dir einfach ganz, ganz viel Liebe, eine dicke Umarmung. Namaste.